Hallo, ich bin Alexandra Neldel und bin heute das erste Mal bei Verstehen Sie Spaß. Ich bin zum Glück nicht das Opfer, sondern der Lockvogel. Ich will nämlich nächstes Jahr hier in diesem wunderschönen Anwesen heiraten. Und für eine Hochzeit braucht man natürlich einen Wedding Planner. Und da habe ich mir den besten ausgesucht. Frank, hallo. Eine große Ehre für mich. Aber leider, meine Liebe, bin ich zufällig verhindert heute. Hab dir aber deshalb zwei meiner besten Mitarbeiterinnen geschickt, die mit dir erste Ideen besprechen werden. Okay, aber telefonisch bist du erreichbar? Natürlich, bin ich immer. Puh, Glück gehabt. Okay, ich brauche natürlich auch eine Trauzeugin. Da habe ich mir auch jemand ganz Besonderes ausgesucht, und zwar meine Kollegin und Freundin, die Sarah. Hallo. Hi, ich freue mich so für dich. Ja, ich freue mich auch. Ich glaube, wir haben eine Menge Spaß. Das stimmt. Mhm. Ja, was braucht eine Braut? Ein Bräutigam. Da ist er schon, der Olli. Auch für dich, mein Schatz. Immer noch Freiherr Oliver von Gilgenberg. Natürlich, entschuldige, Schatz. Das Schloss gehört jemandem, mit dem muss alles abgesprochen werden. Hier die Schlossherrin. Baronin Stefanie von Carzo. Ja, und eine Promi-Hochzeit braucht auch eins, ganz, ganz wichtig, den motivierten, immer anwesenden Reporter. Liebe Opfer, es tut mir leid, aber wir haben hoffentlich alle ganz viel Spaß. Bis gleich. Hier kommen die beiden Mitarbeiterinnen, die uns Frank als Opfer geschickt hat. Rike und Vanessa. Die müssen erstmal Sarah beruhigen, denn die ist davon ausgegangen, dass Frank persönlich kommen würde. Ich bin jetzt schon ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ja, verstehe ich. Ich habe total mit dem Frank gerechnet. Das tut mir total leid, dass du nicht informiert wurdest. Und ich meine, weiß ich nicht, aber... Jetzt nicht persönlich nehmen, aber wenn ich jetzt Robbie Williams buche Natürlich. Und sein Schlagzeuger kommt, dann bin ich auch enttäuscht. Natürlich, ich verstehe das total. Mal gucken, wie die Braut das dann... Oh Gott, ich hoffe, dass die jetzt informiert ist. Dann müssen die Opfer eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen. Bei einer Promi-Hochzeit darf natürlich nichts an die Presse durchsickern. Dann erzähle ich Ihnen schon mal so ein bisschen was. Gerne. Die Hochzeit von der Alexandra Neldel und von dem Freiherrn Oliver von Gildenberg. So einen Freiherrn gibt's doch gar nicht. Kennen Sie ihn? Um ehrlich zu sein, kommt mir der Name jetzt gerade nur leicht bekannt vor. Ich muss jetzt, müsste da... Okay. Die Baronin und der Oliver, die kennen sich. Deswegen ist es wichtig, dass die Trauung hier stattfindet. Ehrlich gesagt ist Alex jetzt nicht so ganz zufrieden damit. Okay. Aber deswegen haben sie halt diesen Kompromiss gefunden, dass sie wirklich über alles dann entscheiden kann. Ah, hier kommt die Braut. Auch sie hatte natürlich mit Frank gerechnet. Der Boss ist nicht da? Sie sind auch überrascht. Das, ja. Das tut mir natürlich jetzt leid. Kommt er denn noch? Zusammen machen. Heute nicht, leider. Puh! Da ist es natürlich für mich jetzt auch etwas unangenehm, dass sie jetzt nicht informiert. Frank hin, Frank her. Geplant werden muss trotzdem. Hast du schon was gesagt, von wegen, was wir uns so vorstellen? Kurz das Thema hatte sie angesprochen. Venedig. Ja. Super. Also, venezianische Hochzeit. Genau. Habt ihr irgendwie sowas, Kostümverleih oder irgendwie sowas? Kennt ihr da jemanden? Weil jeder soll natürlich perfekt so kommen. Mhm. Ich fände es auch schön, wenn das Personal Masken tragen würde. Ja, super. Absolut. Also, ich habe schon mal geschaut, da hinten ist ein Feld. Und Venedig ist ja für mich Wasser. Richtig. Und jetzt kommt's. Ich würde ganz gern mit dem Bagger was weg, Teichfolie rüber, fluten, dann kommt eine Gondel und ich komme mit meinem Bräutigam daher. Sehr gut. Canale Grande sozusagen. Jetzt haben wir nur ein Problem, der Baum. Der muss weg. Sie sagen es. Kann man sowas machen oder so? Ja, eine Frage. Ich weiß nicht, inwiefern natürlich Auflagen hier, das was die Baronin dafür Auflagen wahrscheinlich hat. Geld spielt wirklich keine Rolle. Also der Frunk kann das. Auf jeden Fall, gut. Und weg ist er. Und dann sind wir nämlich gleich bei der nächsten Sache. Das Haus da hinten, gleich weg. Hier kommt die Bühne hin, wie so der Markusplatz. Wegen, ja, klar. Wenn Venedig nicht hier ist, dann... Bringen wir es her. Genau. Wir bringen es her, auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt wirklich diese ganze Barock-Kitsch-Nummer machen, dann... Dann auch gerne am Haus. Ja, klar. Farbe, was kann man? Altrosa. Könnte ich mir gut vorstellen. Mit goldenen Accessoires, ne? Stimmt, goldene Accessoires, dass man absolut. Das irgendwie oben... Absolut. Ja. Ja. Die Alexandra hat jede Menge durchgeknallte Ideen. Bleiben Sie ganz kurz da, ich bin gleich wieder da. Logisch, natürlich. Und die müssen die Hochzeitsplanerin jetzt der Schlossherrin verkaufen. Das wäre zumindest ihr Job. Und da kommt sie schon. Hallo, ich grüße Sie. Tag. Von Carzo. Hallo. Schönen guten Tag. Grüße Sie. Toll, Sie kennenzulernen. Ja. Super. Nehmen Sie Platz, bitte. Dankeschön. Ja, erzählen Sie mal. Interessiert mich natürlich auch, ne? Ich würde ganz gerne auf die Fronell warten. Einfach nur, dass Sie... Ich habe auch nicht so wirklich viel Zeit. Ja, natürlich. Da wäre es mir natürlich recht, wenn Sie mal
kurz einfach grob zusammenfassen. Absolut. Ich, wie gesagt, ich würde, glaube ich, ganz gerne kurz warten. Jetzt einfach nur aufgrund der... Gibt es ein Motto irgendwie so? Venedig. Ach, statt Venedig. Der Liebe. Da wäre jetzt natürlich die Frage, also was natürlich nicht fehlen darf bei Venedig, ganz klar, die Stichworte Wasser, Kanal. Und wie soll das umgesetzt werden? Im Prinzip. Also in der Praxis meine ich. Ja, ganz klar, ganz klar. Also, Weil also auf unserem kleinen Bächlein hier nebendran werden wahrscheinlich keine Gondeln fahren. Absolut, absolut, ganz klar. Die Frage ist, dürfen hier Umbauten beispielsweise gemacht werden oder Ausgrabungen zum Beispiel? Ausgrabungen? Sagen Sie mir einfach, was Sie wollen. Was will die Braut? Zum Beispiel ein Kanal. Ah ja. Ausgrabungen ganz hinten auf der Freifläche. Frage, ob man die, vor allem diese drei Bäume hier, verrücken könnte, um einfach noch eine größere Freifläche zu schaffen. Aber also am Schloss selber wird nichts verändern? Sind Veränderungen möglich, optische, außerhalb? Was für Veränderungen? Beispielsweise Farbe. Was für eine Farbe? Altrosa mit Goldverzierungen. Also seien Sie mir nicht böse, ja? Also man kann hier jetzt nicht einfach anfangen, Bäume zu verrücken. Absolut. Ja, das Gleiche ist mit dem Haus. Also ich werde mit Sicherheit nicht zulassen, dass mein Haus in rosa, altrosa, mit... goldenen Fensterlädchen gestrichen. Nein, das war, also, das war jetzt auch erstmal nur... Das tut mir leid. Einen Kanal hier, Canale Grande bei mir im Park, also das können Sie auch vergessen. Ja, also das ist ein Hirngespinst. Da hat die sich was Lustiges überlegt. Also Mädchenträume. Also wenn es meine Hochzeit wäre, dann würde ich einen Weiß heiraten. Eine verrückte Situation. Und die müssen Sie, Franck, Ihrem Chef, erklären. Die Alexandra möchte irgendwelche Gräben aufheben und irgendwelche Bäume verpflanzen, die hier irgendwie vor 1000 Jahren gepflanzt wurden. Ach, und die Baronin rastet sich liebe fast aus. Zeit. Und keiner wusste, dass ich heute komme. Das hat sich aber wirklich ihr gemailt. Und die Baronin, die stellt sich total quer, oder wie? Die Braut und die Baronin hassen sich über alles. Die Baronin vor mir hat mir gesagt, sie versteht gar nicht, warum er die überhaupt heiraten möchte. Ja, jetzt musst du all deine Überredungskünste an den Tag legen, dass wir da auf jeden Fall zumindest irgendein Planschbecken da aufbauen. Ich habe keine Lust, den Kunden zu verlieren. Ja, ja, klar, natürlich, natürlich. Weißt du? Super, ich verlasse mich auf dich, Vanessa. Danke dir. Bis Ciao. Dann. Dann taucht zu allem Überfluss auch noch unser Journalist auf. Jetzt bloß nichts verraten, die zwei haben ja Verschwiegenheitserklärungen unterschrieben. Wissen Sie denn irgendwas? Haben Sie irgendwas gehört? Ich hab nämlich eine Information bekommen, dass heute so ein Planungstreffen stattfinden soll für eine Prominentenhochzeit, und zwar von dem Freiherr von Gildenberg. Für mich ist es halt spannend, weil der soll eine Promi-Hochzeit werden, ne? Und dann halt adelig. Und zwar die Baronin Dings hier vom Haus, von Stefanie von Carzo. Wir haben ja eine lange Geschichte. Tut mir leid, ich muss leider ein bisschen für mich sein. Ich habe jetzt leider keine Zeit, mit Ihnen zu sprechen. Entschuldigung. Also da steckt so viel Konfliktpotenzial drin. Wenn die wirklich heiraten, dann gibt es ja wahrscheinlich auch Ärger mit dieser Schauspielerin Alexandra Neldel, weil er ja eine Affäre haben soll. Auch schon länger? Ehrlich zu sein, jetzt nicht, wovon Sie sprechen. Ich bin hier einfach nur Gast und möchte einfach gerade nur meinen Gedanken nachgehen. Sie hat nichts verraten, aber was Interessantes erfahren. Da scheint irgendetwas zwischen dem Bräutigam und der Schlossherrin zu laufen. Obendrein muss die jetzt auch noch der Braut verklickern, dass ihre venezianischen Träume leider platzen werden. Wie ist es mit ihr gelaufen? Wollen wir eventuell noch mal nach alternativen Locations in Venedig gucken? Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Wenn das alles nicht funktioniert mit dem Canale Grande, dann brauche ich auch nicht heiraten. Emma, und es tut mir so leid, dass ich jetzt hier auch noch rumheule. Ich entschuldige mich noch mal kurz. Die Hochzeit absagen, das muss sie verhindern. Und dann steht der Bräutigam auf der Matte. Ist denn meine zukünftige Frau auch schon hier? Sie ist da, ja, ganz genau. Ja? Sie ist da. Genau. Wir haben natürlich schon Brainstorming gemacht, was hier möglich ist und so weiter. Ich bin ja derjenige, der das bezahlt, wissen Sie? Ja, genau. Und ich persönlich habe immer noch andere Vorstellungen, was die Hochzeit betrifft. Okay. Darf ich fragen, welche das sind? Kurz und bündig gesagt, in unserer Familie heiratet man traditionell in Weiß. Mhm. Wissen Sie, wenn man das einfacher hält, dann hat der Traum einfach Platz. Mhm. Wissen Sie? Was wir natürlich nicht tun werden, ist uns auf eine Seite schlagen und den anderen Teil natürlich... Sie müssen sich nicht auf die eine Seite schlagen, ich kaufe sie. Wer zahlt, schafft an. Aber woher sollen die das denn wissen? Wir haben gerade angerufen. Ja, aber entschuldige, ich bin ja jetzt hier, ich bin ja gerade im Schloss. Alles in Ordnung? Nee, irgendwie ist das Management gerade dran. Irgendwas läuft nicht so richtig. Ein Journalist hat sich gemeldet. Die wissen das irgendwie, wegen Hochzeitsvorbereitungen hier. Aber woher? Die undichte Stelle kann ja nur sie sein. Es war vorhin jemand hier, ne? Oder es war jemand da? Hat der irgendwas gesagt?
Also wusste er, hatte der Meinung, es geht um irgendwelche Promi-Hochzeitsvorbereitungen. Promi-Hochzeit, hat er irgendwas wegen, auch wegen der Baronin gesagt oder so? Wegen der Baronin, richtig. Die Baronin heiratet jemanden. Davon ist er ausgegangen. Meinst du, die haben was mit ihm? Das kann ja nicht sein. Der ist auch hier, oder? Mhm. Siehst du? Mir sagt er nicht, dass er hierher kommt. Ja, und wo ist er jetzt? Ich weiß es nicht. Es gibt ja auch irgendwelche Fotos. Wollen wir den Termin eventuell ein bisschen zeitlich vertagen? Ich glaube, das ist heute alles ganz schön viel, oder? Ich weiß das nicht. Ja, sie sitzt jetzt zwischen allen Stühlen. Kannst du mal ganz kurz? Ja, natürlich. Wer heiratet hier wen? Platzt die Hochzeit? Zufriedenheit, was haben Sie sich? Weiß er? Und hätte sie was erzählen sollen? Unsere Hochzeitsplanerin bekommt hektische Flecken. Nee, komm, Schatz. Das könnte ja jetzt eine Dreierhochzeit werden. Was für eine Dreierhochzeit? Verlassen Sie das Gelände, sonst rufe ich die Polizei. Das ist alles. Ich bin aber irgendwie... sofort. Aber Sie wissen schon, dass ich hier Fotos von Ihnen beiden habe. Also, weil Frau Nelde ist offenbar interessiert. Sie verlassen sofort mein Grundstück. Das ist sogar hier gewesen, und zwar letztes Jahr. Ich muss näher rangehen. Und da wird es dann richtig spannend. Die beiden, ne? Ganz ehrlich, ihr beide. Du wolltest immer in Weiß heiraten, ne? Dann heiratet doch einfach in Weiß, bitte. Warum? Weswegen? Ja, hier ist eure Hochzeitsplanerin. Macht doch am Wochenende, vielleicht am Samstagabend oder so. 20.15 Uhr, verstehen Sie Spaß? Wie legt ihr es damit? Herzlich willkommen. Bei Verstehen Sie Spaß. Willkommen bei